Die beiden Tabellennachbarn der abgelaufenen Verbandsligasaison im direkten Duell Rot-Weiß Frankfurt empfängt die TS Ober-Rhoden. Letzte Saison hieß es für Rot-Weiß Frankfurt Platz 9, die Gäste belegten Platz 10. In dieser Saison ist Ober-Rhoden noch ungeschlagen. 2 Siege, 2 Unentschieden, 8 Punkte hat man bereits gesammelt. Rot-Weiß Frankfurt erst mit 4 Punkten aus 3 Spielen. Rein in die Partie. Rot-Weiß Frankfurt ganz in Gelb, Ober-Rhoden in Rot. Die Gastgeber von rechts nach links im ersten Durchgang. Die TS Ober-Rhoden mit der ersten Möglichkeit. Es ist Lukas Sitter und der haut den Ball in den zweiten Stock. Vorangegangen ein Ballverlust von Faruk Aslan. Es war eine zähe Partie. Beide Teams standen defensiv stabil, ließen wenig zu. Somit auch wenig Strafraumszenen, viele Schüsse aus der zweiten Reihe. Faruk Aslan probiert es hier. Das war allerdings nicht gefährlich für das Tor von Niklas Schwab. Die TS Ober-Rhoden in der Folge dann mit der guten Möglichkeit nach einem katastrophalen Abwehrschnitzer und mit der Führung Tim Schöppner. Drittes Saisontor bereits für die TS Ober-Rhoden. Er hat bereits bei Darmstadt 98 in der A-Junioren-Bundesliga gespielt. Hier zeigt er seine ganze Klasse, toll mit dem Kopf verlängert. Und dann ist die gesamte Abwehr von Rot-Weiß Frankfurt matt gesetzt. Die TS Ober-Rhoden also mit der Führung. Rot-Weiß Frankfurt versuchte natürlich eine Antwort zu finden. Der Abschluss erneut von Faruk Aslan war aber nicht gefährlich. Rein in den zweiten Spielabschnitt. Erneut der lange Ball von Niklas Schwab, das hat mittlerweile schon System. Dann Lukas Sitter, der den Ball in den Strafraum treibt. Rot-Weiß auf dem falschen Fuß erwischt. Und Daniel Duschner muss das Ganze dann ausbügeln. Tolle Parade vom Keeper, der hier das 0:2 verhindert. Die anschließende Ecke wird auch gefährlich. Kopfball Mario Gotta. Da hat nicht viel gefehlt zum 0:2. Rot-Weiß Frankfurt weiterhin in der Offensive kaum zu sehen. In der Defensive hat man oft Probleme gegen quirlige Gäste. Nächster Abschluss wieder Daniel Duschner, der Sieger in diesem Duell. Auch in der zweiten Halbzeit war es eine chancenarme Partie, gerade aus Sicht von Rot-Weiß Frankfurt. Dieser Fallrückzieher von Evangelos Bellos war dann schon wieder mit das Gefährlichste. Natürlich artistisch. Sieht auch toll aus, ist aber am Ende nicht zielführend. Niklas Schwab gar nicht gefordert in dieser Szene. Die TS Ober-Rhoden nutzte weiterhin geschickt die Räume, die Rot-Weiß anbot. Und hier prüft der eigene Spieler Hasan Demirmal den Keeper. Anschließend 3:2 Situation und wieder Daniel Duschner mit einer Glanzparade. Es hätte schon längst mindestens 2:0, wenn nicht sogar 3:0 stehen müssen für die Gäste. Hier sehen wir nochmal kuriose Szene. Hasan Demir, den wollte er klären, schießt dann aufs eigene Tor. Daniel Duschner macht das allerdings sehr, sehr stark. Und im Anschluss noch der Schuss von Tim Schöppner. Wir schreiben bereits die 90. Spielminute. Rot-Weiß Frankfurt schafft es nicht mehr nach vorne. Und dann nochmal die TS Ober-Rhoden, Maximilian Vaas. Klasse Bewegung, der kurze Wackler und dann der Abschluss ins kurze Eck und ins Glück für die Gäste aus Ober-Rhoden. Daniel Duschner zum zweiten Mal geschlagen. Anschließend der Schlusspfiff und große Freude bei den Gästen aus Ober-Rhoden, die den 3. Sieg in Folge einfahren und auf Platz 2 klettern in der Tabelle. Für Rot-Weiß Frankfurt ist es das 3. Spiel ohne Sieg und weiterhin Platz 11. Ja, ganz einfach. Wir haben in den ersten 40 Minuten 2 sehr gut kompakt stehende Mannschaften gesehen, die nichts zugelassen haben. Der erste Fehler, leider auf unserer Seite, hat gleich zum 0:1 geführt und damit natürlich in die Karten von Ober-Rhoden. Wir mussten öffnen, haben dann Räume geschenkt und haben dann eine katastrophale zweite Halbzeit gespielt. Mit langen Bällen operiert, was nicht unser Spiel ist. Und wir haben überhaupt kein Mittel gefunden, in der zweiten Halbzeit überhaupt eine Torchance zu erspielen. Und die Ober-Rhodener hätten eigentlich 1-2 Tore mehr schießen können mit ihren Konterchancen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video.
Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die Kick TV App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen.